Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Tales of Vesperia. Ich habe einfach wieder zu dem Zeitpunkt gespielt, wo wir waren, weil dort wird irgendwie nicht abgespeichert. Okay, dann gucken wir mal, was das hier ist. Laden. Willkommen, womit kann ich dienen? Kaufen. Apfelgummi können wir hier kaufen. Kaufen wir mal 5, dann haben wir 10 Apfelgummi. Rang des Lebens haben wir 6, passt so. Magisches Auge haben wir 8. Eine Axt, okay. Wird das den Hund steigert? So ein Hut. Ja, gucken wir uns später nochmal um. Wer ist dieser Carol eigentlich? Carol ってやつ、なんとなく挙動不審だな。少し落ち着きがない感じはあるけど、悪い子じゃなさそうですよ。確かに悪巧みするようには見えねえけど。なんか妙なこと考えてるような気がするんだよな。自分と似てるから余計にそう思うんですね。俺とあいつが似てる？ええ。なんか本当の気持ちを持ってるのに意地張って表に出さない感じとか、だから私嫌いにはなれないです。ふーん。不満ですか？いや、エステルってここまでの短い間で意外と人を見てるんだなと思ってな。もう、ユーリったら。ねえ、ist aber auch irgendwie wieder wahr. Gehen wir mal ins Gast, in die Gaststätte. Ich hoffe, ich höre mich nicht zu müde an. Ich bin gerade vorhin erst aufgewacht. Oh, da hätte es einen Speicherpunkt gegeben. Lol. Hätte ich da schon mal gestern reingeguckt. Willkommen, bleibst du über Nacht, dann macht das 150 Galt. Ja. Wir sind immer hier, falls ihr euch ausruhen möchtet. Schönen Tag noch. Dankeschön. Ja, ich weiß auch nicht, was sich das Ausruhen bringt. Ich habe schon in Tales of Berseria und Cesseria gemacht. Da ist ein Brunnen. Aber meine Nase ist zu. Das war die falsche Person und von den anderen aus der Gilde ist auch niemand hier. Ich habe sie zu lange warten lassen. Sie ist wohl böse geworden und abgehauen. Ich wollte ihr die Blumen von Halure in voller Blüte zeigen. Dann vielleicht. Carol, was ist los? Wo ist sie hin? Ist sie wirklich weg? Ich tue doch alles, was ich kann. Carol! Lassen wir ihn doch kurz in Ruhe. Es ist vorbei, alles vorbei, alles, alles vorbei, aus und vorbei. Oh. Ja, wir haben jetzt Waffen. Jetzt zeigen wir es diesen Monstern. Jetzt wird uns der Bürgermeister endlich kämpfen lassen. Los, verbrügeln wir die Monster, so wie Flint. Ja! Sogar diese Kinder wollen in den Kampf ziehen. Ich hoffe, die Barriere wird bald wieder hergestellt. Ich auch. レイドン砦じゃ結界がなくて苦労したってのに、あったらあったで別の面倒が待ってるのな。それだけ人々の生活に結界は大きな影響を与えているんですね。あるだけで魔物の危険から俺らを守ってくれるわけだからな。そりゃ無理もないけどさ。皆さんが安心できるように早くハルルの木を直してあげたいです。
Wir sind verloren, wir sind erledigt. Halleluja, was ist denn mit dir los? Warum bin ich eigentlich da runtergebortet worden, wenn ich darauf gegangen bin? Boah, meine Nase ist zu. Aus der Nähe sieht er riesig aus. Ah. Die Blüten sollten jeden Moment aufgehen. Ja, ich würde ihn gern blühen sehen. Ich weiß, ein Baum, der in voller Blüte steht und der Stadt Schutz bietet, ist irgendwie so romantisch. Weißt du was? Ich werde hier bleiben und helfen, die Verletzten zu versorgen. Wenn du schon heilen willst, kannst du nicht versuchen, die Barriere selbst zu heilen? Wie meinst du das? Wenn die Monster wiederkommen, werden noch mehr Leute verletzt werden. Wahrscheinlich auch diese Kinder, die wir eben sahen. Das stimmt schon, aber ich habe keine Ahnung, wie ich die Barriere heilen soll. Du musst diesen Baum heilen. Er ist nicht nur durch den Angriff von ein paar Monstern so zugerichtet worden. Du glaubst, es gibt einen anderen Grund? Ich bin sogar ziemlich sicher. Was macht ihr beide denn da drüben? Wir versuchen herauszufinden, warum der Baum so verkümmert ist. Ich weiß nicht, ob euch das gelingen wird. Der Ritter Flynn konnte auch keinen Grund finden. Oh, Carol, Carol, wir brauchen deine Hilfe. Was? Wovon redet ihr? Die beiden möchten wohl herausfinden, warum der Baum so verschrumpelt ist. Oh, das ist alles. Was soll das heißen, das ist alles? Ich weiß warum, deswegen war ich ja im Wald und habe einen Buntbären gesucht. Ah, ich weiß warum, deswegen war ich ja im Wald und habe einen Buntbären gesucht. Wovon redest du? Sieh dir mal den Boden näher an. Siehst du die komische Farbe? Diese Farbe ist das Blut der Monster, das beim Angriff in den Boden gesickert ist. Dieses Blut vergiftet langsam den Baum von Halure. Was? Das Blut der Monster? Das wusste ich nicht. Carol, du weißt ja ganz schön viel, was? Nicht der Rede wert. Können wir etwas tun, um das Gift loszuwerden? Ich wüsste da schon was, aber naja, niemand will mir glauben. Na los, versuch's mit uns. Ich glaube, wir brauchen einen Allheilmitteltrank. Vielleicht bekommen wir einen im Laden? Los, Juri, gehen wir. Nee, da war kein Allheilmitteltrank. Ich hab das schon geguckt. きっと満開の季節になると春の花はすごいんでしょうね。花びらの洪水で流されそうだな。花びらが空にひらひらとまって、そこはもう夢の世界のような。家とか落ちた花びらで埋もれて、ここの連中どうしてんだろうな。掃除も大変そうだし。ユリと話しててもなんだか楽しくありません。 Das wäre halt viel zu einfach, wenn es da jetzt einen Allheilmitteltrank gibt. Ich kaufe den, schütte den über den Boden und das war's. Der Baum ist geheilt. Hallöchen, willkommen in meinem Laden. Was darf's denn heute sein? Gibt es hier einen Allheilmitteltrank? Leider im Moment alle ausverkauft. Aber wie ist das möglich? Aber wisst ihr, wenn ich die richtigen Zutaten hätte, könnte ich das Allheilmittel mischen. Was benötigst du dazu? Ich bräuchte drei Zutaten.
Buntbärenklaue, Nierfrucht und Luluria Blütenblatt. Aber warum braucht ihr so dringend einen Allheilmitteltrank? Vor ein paar Tagen kam ein kleiner Junge hier rein und wollte genau das Gleiche. Wir wollen den Baum von Halure. Wir wollen den Baum von Halure heilen. Wie? Ich habe noch nie gehört, dass jemand Allheilmitteltrank für einen Baum verwendet. Soll ihm ja egal sein, wenn wir es kaufen. Ja. Was ist denn diese Nierfrucht, von der du geredet hast? Das ist die bittere Frucht, die dir im Wald so gut geschmeckt hat. Und was ist ein Buntbär? Tut mir leid, dazu kann ich nichts sagen. Monster sind nicht mein Spezialgebiet. Da müsst ihr jemanden von den Jagdklingen fragen. Die sind berufsmäßig Monsterjäger. Deswegen war er also im Wald. Weißt du etwas über das Luluria-Blütenblatt? Habt ihr den Baum in der Stadtmitte gesehen? Es ist ein Blütenblatt von diesem Baum. Normalerweise verwenden wir Zauberharz, aber das gibt es hier in der Gegend nicht. Aber der Baum ist ganz verdorrt. Ich glaube, der Bürgermeister hat ein paar Luluria-Blütenblätter versucht, es mal bei ihm. Alles klar. Wir kommen wieder, wenn wir alle Zutaten haben. Wer ist der Bürgermeister? Der Bürgermeister ist bestimmt der alte Kauz. Vielleicht der alte Kauz da oben? Gehen wir mal zu dem Kauz. Weiß ich nicht, ich verbinde Bürgermeister immer mit alten Leuten. Wie konnte der Baum nur verdorren? Das ist nicht der Bürgermeister. Der Bürgermeister ist bestimmt voll das Arschloch. Einfach nur. Haus des Bürgermeisters von Halure. Sollten wir da einfach so reingehen können, Alter. Klopfen, klopfen. Früher beschützte der Baum von Halure unseren Ort. Aha. Der Bürgermeister scheint aber nicht da zu sein. Und wir haben auch keine Hinweise, wie der Bürgermeister aussieht. Na dann, gehen wir erstmal in den Wald retour. Carol nehmen wir besser mit. Carol nehmen wir besser mit. Ja. Ah, oh, dann muss ich den die kleinen ja, Scheißer ja ansprechen. Ey, komm mit. Los, Carol. Zurück in die Wälder von Kyoi. Wie meinst du das? Weißt du nicht mehr, stirb, Buntbär? Ihr glaubt also, was ich über den Allheilmitteltrank gesagt habe? Hast du etwa gelogen? Also müssen wir von dem ausgehen, was du uns gesagt hast. Juri. Na gut, dieses eine Mal werde ich euch helfen. Ich bin sehr beschäftigt, wisst ihr? Beschlossene Sache. Wir drei werden zusammen die Barriere wiederherstellen. Und was ist mit dem Hund? Du kommst auch mit, Estel. Natürlich komme ich mit. Und Flynn? Hattest du nicht gesagt, wenn ich etwas heilen wollte, sollte ich den Baum heilen? Wir müssen einfach den Baum heilen, bevor er wieder zurück ist. Ich freue mich schon auf sein Gesicht. Carol hat sich der Gruppe angeschlossen. You don't say. Ist das der Bürgermeister? Herr Bürgermeister, wir bräuchten Luluria-Blütenblätter. Haben Sie zufällig welche? Wo habt ihr denn das her? Ich meine, ich habe welche, aber... Ah, deswegen braucht ihr also ein Blütenblatt. Die Luluria ist eine der drei Blüten, die auf dem Baum von Halure wachsen.
Die Blütenblätter werden ein halbes Jahr im Schatten getrocknet. Sie sind sehr wertvoll. Das ist mein letztes. Aber wenn ihr damit den Baum wieder gesund machen könnt, gebe ich es euch gerne. Nice. Vielen Dank. Als nächstes auf unserer Liste steht die Nierfrucht und eine Buntbärenklaue, oder? Genau. Auf die Wälder von Kiwi. Ja, warum haben wir nicht einfach so ein Ding mitgenommen? Estelle, was siehst du? この辺の地図ですよ。どれどれ。ってなんだよこれ。白紙ばっかりじゃん。これじゃ地図なんて呼べないよ。そうなんです。地図といえば測量ギルド。それも天地の穴蔵のは本当にすごいんだから。一流ギルドの人間ならみんな持ってるんだよ。その理屈で言うとカロルも持ってんだろ。見せてくれよ。僕くらいになるともう地図も必要ないんだよね。それは残念です。ぜひ見たかったのに。だっ kleine Schlitzohr。Da hinten ist der Wald, oder? Ja. Holy. Hey, was ich noch fragen wollte, wieso habt ihr beide euer riesiges, euer eigenes Blastia und Rebete auch? Sind Bodhi-Blastia nicht ziemlich selten? Ich hätte nicht geglaubt, dass viele Leute sie besitzen. Das sind zwei Stück, Alter. Aber du hast ja auch eins. Ich gehöre ja zu einer Gilde. Manchmal haben wir die Möglichkeit, eines zu bekommen. Und die Leute von der Ruinenpforte finden immer neue. Das ist eine Gilde, die Blastia ausgräbt. Was? Es gibt sogar Gilden, die Blastia aus den Ruinen ausgraben? Wenn es die nicht gäbe, würden alle Blastia vom Reich kontrolliert und normale Leute würden nie welche bekommen. Das Reich regelt den Besitz der antiken Blastia-Artefakte aufgrund ihrer potenziellen Gefährlichkeit. Und das ist wohl auch gut so. Sonst könnte ja jeder gefährliche Magie einsetzen. Aber sie übertreiben ein wenig. Sie haben ja praktisch ein Monopol. Ich weiß nicht. Aber egal, nun zu eurer Geschichte. Wie hast du deins bekommen? Ich war früher bei den kaiserlichen Rittern. Das war mein Abschiedsgeschenk. Rebede bekam seines als Andenken an sein früheres Herrchen. Dein Abschiedsgeschenk wohl eher geklaut, was? Und du, Estel? ich hab meins von, Sieh sie dir doch an. Sie ist eine Adelige. Sie haben alle eins. Ich wusste, dass du eine Adelige bist. Naja, zumindest eine von euch, die etwas Stil hat. Ja, ja. Los, besorgen wir uns diese Nierfrucht. Ich will Rebede besser kennenlernen. Oh. Sana. 耳を触ってもいいですか？あ、ごめんなさい。まだ撫でるのは早かったですね。私たちはもっとお互いを知るところからスタートですよね。ですね。
私はエステリーゼと言います。これはもう知ってますよね。あれ、ラピード、お前誰に向かって自己紹介してんだ。私負けません。Orangengummi. Nadi, Rapido. Du bist ein guter Mann. Tschüss, Masaka, Boko, Tabiruki. Das geht hier. Du kannst doch, Karol.Der Hund hat halt was anderes. Denn in Nigiokana Yatsu. Die eine kann den Hund nicht zähmen, der andere hat Angst vom Hund. Sie sind Level aufgestiegen. Nice. Barrel. Und jetzt die Buntbärenklaue. Gehen wir im Wald spazieren und warten, bis uns ein Buntbär über den Weg läuft? Nein, auf diese Weise werden wir nie einen finden. Oh ja, und was sollen wir dann tun? Gib mir mal eine Nierfrucht, damit werde ich den Buntbären ködern. Der Buntbär hat einen sehr eigenwilligen Geschmack, wisst ihr? Mann, du stinkst vielleicht. Ich? Der Gestank kommt nicht von mir. Bitte warne uns das nächste Mal rechtzeitig, okay? Oh. Oh nein, Rebede. Haltet die Augen offen. Es kann jederzeit ein Buntbär auftauchen. Und die sind schrecklich bissig. Nun denn, Captain Carol. Ich nehme an, Sie werden den Angriff gegen dieses schrecklich bissige Monster anführen. Natürlich, aber ich könnte etwas Hilfe von dir gebrauchen, Yuri. Ich werde auch helfen und Rebede auch. Also gut, wie wär's mit einem kleinen Spaziergang durch den Wald? Nierfrucht. Gut, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge.
Tschüss.